Herzlich willkommen, liebe Freunde. Aleka hat schon das Programm vorgegeben. Das ist das, mit dem Immanuel Kant auch eine Frage beantwortet, was ist Aufklärung, das sagt er Aude. Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen und nicht fremde Einsicht hinzugeben. Ich glaube, dieses Sapere Aude, das habe den Mut, dich deines Verstandes zu bedienen, ist nicht nur bei den Individualkonstrukten von ganz erheblicher Bedeutung, sondern auch gerade im Horizont der Kollektivkonstrukte. Wir sollten nie aufhören, Konstrukte, kollektive Konstrukte, Selbstverständlichkeiten der Gesellschaft in Frage zu stellen, vor allen Dingen dann, wenn sie nicht eindeutig lebensbejahend und lebensmehrend sind. Der Konstruktivismus hat eine ganz neue Sicht der Dinge gebracht und mit sich gebracht, und das wird vor allen Dingen jetzt deutlich im Kontext der Kollektivkonstrukte. Nämlich bislang, von Platon bis zur Gegenwart hin, hat man gefragt, wie kommt es denn eigentlich, dass Menschen einander verstehen können? Der Konstruktivismus macht jetzt anders, vielleicht dramatisch anders, ganz sicher aber in seinen Konsequenzen anders. Wie kommt es, dass Menschen sich so oft missverstehen? Individuen, eine Person, die andere missversteht, ein soziales System, was andere falsch versteht. Und man kann nahezu, denke ich, fast alle Konflikte, sowohl zwischen sozialen Systemen als auch zwischen Personen, auf solche missverstehenden Konstrukte, Individualkonstrukte oder Kollektivkonstrukte zurückführen. Und deshalb glaube ich, ist das Thema nicht nur aktuell, wenn man jetzt zum Beispiel die Sache mit der Krim-Krise betrachtet, sondern auch für die persönliche Lebensorientierung wichtig. Das Sapere Aude, das ist also das Programm nicht nur des Konstruktivismus, habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen, sondern jeder Aufklärung. Und ohne Aufklärung wären wir nicht da, wo wir heute sind, nämlich in einem Bereich der äußeren Freiheiten. Wir haben eine Gesellschaft, die uns eine Fülle von äußeren Freiheiten garantiert, aber die innere Freiheit sehr oft nicht zureichend betont. Nicht umsonst zeigen die Statistiken der Krankenkassen, dass neurotische, also angstneurotische, zwangsneurotische, aber auch depressivneurotische Symptome massiv zunehmen. Und das ist ein Anzeichen, dass sie in da alle die neurotischen Störungen die persönliche Freiheit, die individuelle Freiheit, die innere persönliche Freiheit in Frage stellen, beschränken, dass hier wahrscheinlich ein erheblicher Verbesserungsbedarf besteht. Also wir sind vielleicht in einer Gesellschaft angekommen, die die innere Freiheit zugunsten äußerer Freiheiten opfert. Also dieses Sapere Aude ist das große Programm auch des Konstruktivismus. Wenn wir Philosophie machen, gleich welcher Art, dann um des Menschen willen. Auch der Konstruktivismus muss sich ausweisen lassen an dem, was er für Menschen bewirkt, was er für Menschen verursacht. Wenn er nicht nachweisen kann, das gilt praktisch für alle Philosophien und manche sind da sehr ins Abseits geraten, beim Versuch, diese Frage zu beantworten, die Frage, was bringt mein Philosophieren für konkrete Menschen in konkreten Gesellschaften? Und ich denke, das ist diese Verantwortung der Philosophie hat die Philosophie der Aufklärung gehabt, die dann zur Folge hatte, die Entstehung von demokratischen Strukturen, zunächst in den Vereinigten Staaten von Amerika, dann in deren Folge dann auch in Frankreich und in deren Folge dann auch für ganz Europa oder für die euroamerikanischen Staaten. Also nur um des Menschen willen kann es gehen, im philosophischen Bemühen. Es kann nicht darum gehen, soziale Systeme zu rechtfertigen. Die Rechtfertigung sozialer Systeme muss geschehen, wiederum mittelbar bezogen auf den Menschen, auf den konkreten Menschen, seine Freiheit und seine Möglichkeiten, seine Fähigkeiten, sich zu entfalten und nicht nur zu verwalten innerhalb dieser Gesellschaft. Ja,
Ich habe mal in auf die erste Seite meines Buches Dialektik für Manager, übrigens der ernste Titel, der mehr als 100.000 Gesamtauflage in deutscher Sprache hatte, vorne geschrieben: Nur wer andere Menschen groß macht, wird selber groß. Und wer andere Menschen klein macht, wird selber klein. Das will ich jetzt mal ausdehnen, auch auf soziale Systeme. Ein soziales System, das Menschen groß macht, wird selber groß. Ein soziales System, das Menschen eher klein macht, in Abhängigkeit hält, das Apraude verbietet, das habe Mut des Herrn, des Eigenverstandes zu bedienen, das macht auch, das wird ein kleines System, ein schäbiges System, das auch innerlich und vielleicht sogar, wenn nötig, äußerlich zu überwinden gilt. Das Ziel ist also hier des gesamten Vortrags, die Philosophie der Freiheiten durch eine Philosophie der Freiheit zu ersetzen. Denn Freiheiten, soziale Freiheiten, die ganzen, der große Katalog, der im Grundgesetz uns garantiert ist an äußeren Freiheiten, bringt nichts, wenn der nicht Ausdrucksform, individuelle und kollektive Ausdrucksform der persönlichen Freiheit wird, der psychischen Freiheit. Was nutzen uns die ganzen Freiheiten, wenn wir dabei psychisch immer mehr in die Enge geraten, in Zwänge geraten? Also das Ziel jeder Aufklärung, auch der zweiten Aufklärung, die der Konstruktivismus in Gang zu setzen beansprucht, muss sein Freiheit. Freiheit, um Freiheiten sinnvoll gestalten zu können. Um in Freiheiten sinnvoll leben zu können. Das ist Freiheit und Realitätsdichte. Freiheit muss sich natürlich ausweisen, nicht an der Beliebigkeit. Die Beliebigkeit, also die Freiheit der Willkür, ist keine eigentliche Freiheit. Die Willkürfreiheit macht den Menschen wieder zum Sklaven der Freiheit. Das ist aber genau die Umkehrung eingefordert, nämlich nicht zum Sklaven, sondern zum Herrn der Freiheit zu werden. Das ist der Sinn der Aufklärung, der ersten Aufklärung, als auch der zweiten. Die erste Aufklärung von Locke, Rousseau, Voltaire in Gang gesetzt, die zweite Aufklärung vom Konstruktivismus, so hoffe ich jedenfalls, in Gang gesetzt, wird zu diesem Ziel führen, muss zu diesem Ziel führen, wenn sie irgendeine Legitimation für sich hat. Also die Ängste, Zwänge, das sind jetzt die klassischen Formen der drei Neurosen, Angstneurosen, Zwangsneurosen, depressive Neurosen, die sich im Horizont der Freiheiten frei entfalten können. Leider, das muss nicht so sein, aber es ist leider so. Wir Menschen sind Gesellschaftswesen und insofern also auf Gesellschaft angewiesen. Wir sind Leben notwendig in Gesellschaften. Das Leben in Gesellschaften, das Gnosse, das Soon Politikon, das von Platon erstmal formuliert worden ist, von Aristoteles dann ausgefaltet worden ist, in verschiedenen Dimensionen. Dieses Zoon Politikon-Sein muss auf der einen Seite ernst genommen werden, aber nicht so ernst, dass dabei die Menschlichkeit des Einzelnen verloren geht. Es geht darum, die Würde zu wahren und die Würde zu sichern. Und jedes soziale System, das diese eher mindert, denn mehrt, ist nach meiner Vorstellung von Ethik abzulehnen. Ja, das ist Aristoteles. Man darf allerdings nicht vergessen, dass das Zoon Politikon Aristoteles eine ganz andere Bedeutung hat als heute von uns umgangssprachlich verwandt. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen, ein Gesellschaftswesen, ist angewiesen auf Gesellschaft, ist angewiesen auf das Du und das Wir, in dem allein sich Freiheit entfalten kann. Freiheiten, nicht nur Freiheiten, entfalten kann. Und Aristoteles heißt natürlich, meint damit das Zoon Politikon, das Wesen, der Mensch ist nur Mensch als Wesen in der Polis, in der Stadt, im Stadtstaat, im griechischen Stadtstaat. Diese Einschränkung ist dann Gott sei Dank im Laufe der ersten Aufklärung schon verloren gegangen. Aber das Stadtluft macht frei des Mittelalters ist noch eine Nachfolge dieser aristotelischen Vorstellung, dass der Mensch ein Wesen ist, ein Stadtwesen ist, das erst in der Stadt, in der Polis zu sich kommt. Gut, also das sind bestimmte Grenzen des Aristotelismus.
auch der aristotelischen Ethik, der nikomachischen Ethik vor allen Dingen, die er seinem Sohn Nikomachus gewidmet hat, außerdem mit erheblichem Erfolg, aber immerhin, auch sein Vater hieß Nikomachus, aber es ist unwahrscheinlich, dass er gerade seinem Vater eine Ethik widmet. Aber die Forderung nach Freiheit, nach personaler Freiheit, persönlicher Freiheit als Bedingung der Möglichkeit, sinnvoll in der Polis, in der Gemeinschaft zu leben mit anderen Menschen oder in Gesellschaften zu leben mit anderen Menschen, das ist Ziel. Auch der Ethik des Aristoteles. Ja, und das geht jetzt um Kollektivkonstrukte. Kollektivkonstrukte haben zwei Richtungen, mit denen sie dialektisch interagieren. Kollektivkonstrukte auf der einen Seite schaffen Gesellschaften und andererseits werden sie von Gesellschaften geschaffen. Also dieser doppelte Aspekt von Kollektivkonstrukten gilt es stets zu berücksichtigen. Und wir sind immer dann Mitglied einer Gesellschaft, wenn wenigstens in einem gewissen Maß diese Kollektivkonstrukte, etwa beinhalten die Werte des sozialen Systems, uns zu eigen machen. Und hier liegt ein gewisses Problem. Wie sind Kollektivkonstrukte zu vereinbaren mit personaler Freiheit? Nicht mit den vielen Freiheiten, die kann das Kollektivkonstrukt garantieren, so viel es will. Sondern wie ist das zu vereinbaren mit personaler Freiheit, nicht mit systemischer Freiheit? Und darüber müssen wir uns jetzt einige Gedanken machen. Die Kollektivkonstrukte, die wichtigsten Kollektivkonstrukte sind natürlich sogenannte Inbegriffe. Unter Inbegriffen verstehe ich Begriffe, die nicht empirische Merkmale in sich bergen, sondern wiederum andere Begriffe. Der Begriff ist von mir eingeführt worden, in dieser Bedeutung jedenfalls ein Begriff, ist also meint nicht ein Begriff der Dummheit oder der Faulheit oder so, wie das umgangssprachlich gelegentlich formuliert wird. Sondern Inbegriffe meint ein wissenschaftstheoretisch wichtiges Element der Begriffstheorie. Wir bilden Begriffe, die in denen andere Begriffe enthalten sind. Ich werde das gleich nachher noch zu zeigen versuchen. Die Überwindung der Allgemeinbegriffstheorie, nachdem alle Konstrukte, alle Allgemeinbegriffe Konstrukte sind, sei mal dahingestellt. Aber diese Inbegriffe sind mit Sicherheit Konstrukte und es kommt darauf an, was der Einzelne oder ein soziales System in den Begriff hineinpackt. Ich werde das versuchen, nachher zu zeigen an den Begriffen der Gerechtigkeit und der Freiheit. Gerade im Kontext des Begriffs der sozialen Gerechtigkeit hat das ja dann doch von allen im Bundestag vertretenen oder ehemalig auch vertretenen Parteien, die FDP, also hier mit einbegriffen, hat das ja ganz groß auf das Banner geschrieben, mit dem sie in die Schlacht der letzten Bundestagswahlen gezogen sind, soziale Gerechtigkeit. Und jeder hat diesen Begriff anders gefüllt, mit anderen Begriffen gefüllt. Und damit kam es dann zu totalen Missverständnissen. Viele Menschen sind in das emotionale Gefängnis dieses Wortes hineingeraten und kommen nicht mehr aus dem Gefängnis heraus. Das ist die Gefahr von den Begriffen, dass sie gleichsam uns gefangen nehmen, in sich selbst gefangen nehmen, dass wir glauben, diese Übernahme der Kollektivkonstrukte, die sich in den Begriffen realisiert und dokumentiert, für uns für so wichtig zu halten, dass wir ohne die nicht mehr leben können und als Selbstverständlichkeiten ansehen. Alle Philosophie hat die Aufgabe, Selbstverständlichkeiten in Frage zu stellen und zu überprüfen, ob sie überhaupt tragen. Das Unselbstverständlichmachen von Selbstverständlichkeiten sollte auch für uns in unserem Leben im Umgang gerade mit Kollektivkonstrukten von erheblicher Bedeutung sein. Denn die Kollektivkonstrukte haben das Unangenehme an sich, je mehr man sie sich zu eigen macht, internalisiert, umso selbstverständlicher werden sie. Und ihre Selbstverständlichkeit wird dann zur Allgemeingültigkeit hochstilisiert. Und daran liegen sicher eine Menge von massiven intersystemischen Konflikten zwischen Staaten, zwischen Parteien, auch zwischen Unternehmen, zwischen einzelnen Personen. Es ist, wie gesagt, ich möchte annehmen, dass man nachweisen kann,
dass alle systemischen Konflikte, innersystemischen Konflikte, zwischensystemischen, also intrasystemischen, also auch innersystemischen, durch solche Missverständnisse zustande gekommen sind, dass Menschen unkritisch Selbstverständlichkeiten sich zu eigen machen. Ja, das kommt darauf jetzt an, das Wort soziales System zu definieren. Ich habe eine kleine Hochstapelei begonnen, dass ich begangen, als ich das Thema Konstruktivismus und Gesellschaft angekündigt habe, um das Missverständnis jetzt zu beheben. Ich meine Kollektivkonstrukte und soziales System. Soziales System, warum verwende ich an diesen Begriff lieber als den Begriff der Gesellschaft oder Gemeinschaft oder wie auch immer? Erstens ist das die systemtheoretische Aufarbeitung dieses Begriffes, setzt den Schwerpunkt der Systemanalyse in die Strukturen und die Funktionen, die wechselseitig einander definieren, im System voraus. Und das scheint mir ein sehr fruchtbarer Ansatzpunkt für eine Analyse der Funktionen und Strukturen eines sozialen Systems zu sein. Deshalb bevorzuge ich hier den Begriff soziales System. Das ist das eine. Sonst andere soziale Systeme bilden alle menschlichen Gemeinschaften, die auf eine Dauer angelegt sind. Das kann auch eine Paarbeziehung oder eine Partnerschaft anderer Art sein, ökonomischer, politischer oder kultureller, sozialer Art sein. Das wird dann mit umfangen von der Paarbeziehung bis zum internationalen Großgesellschaften, was ich der NATO und Ähnlichem, sind dann in dem Begriff soziales System implementiert. Ja, Kollektivkonstrukte, das ist also unser Thema. Kollektivkonstrukte in der doppelten Beziehung, Kollektivkonstrukte besorgen, bilden soziale Systeme und andererseits Kollektivkonstrukte erzeugen soziale Systeme. Sie werden gebildet als aktiv und passive Relationen. Man spricht dann gelegentlich von dialektischer Einheit. Das eine ist nicht das andere, aber beide können nicht ohne einander sein. Und ich habe da so meine Bedenken, dass die Kollektivkonstrukte in ihrer Bedeutung auch von konstruktivistischem Denkansatz her weit unterschätzt werden. Die Individualkonstrukte sind Gegenstand schon seit spätestens Sigmund Freud, Gegenstand der Psychotherapie. Die zu korrigieren, realitätsdichter zu gestalten, ist Aufgabe jeder Psychotherapie. Und die Kollektivkonstrukte dagegen werden nie behandelt und sind auch kaum therapierbar. Wir müssen also Kriterien finden, die es uns erlauben, Kollektivkonstrukte entweder zu exkommunizieren aus unserem gesellschaftlichen Bewusstsein oder zu internalisieren. Das ist eines der Ziele dieser Veranstaltung. Ja, die kollektiven Wirklichkeiten. Das sind, wie alle Konstrukte, schaffen Konstrukte Wirklichkeiten. Sowohl die Individualkonstrukte, darüber haben wir uns das letzte Mal schon unterhalten, als auch die Kollektivkonstrukte schaffen Wirklichkeiten, die, wenn sie mit Realität verwechselt werden, zu fatalen Folgen führen. Das ist ja das Schlimme aller Ismen. Nationalsozialismus, Kommunismus, Katholizismus, aller Ismen, dass sie ganz klar sich um Kollektivkonstrukte herum zu organisieren und diese Kollektivkonstrukte für ihre Mitglieder gleichsam verbindlich machen. Und in der Internalisierung von Kollektivkonstrukten dann eben die Freiheit, um der eventuell garantierten Freiheiten willen, vernachlässigen, vielleicht sogar ganz aufgeben. Die Relativität von Moral und Ideologien, denke ich, haben wir schon bedacht in einem der vorgehenden Vorträge, sei hier nochmal betont. Moral ist die von einem sozialen System aufgestellte Menge von Normen, die das sozial gerechte Verhalten innerhalb dieses Systems garantieren sollen. Damit widerspricht oder entspricht nicht die Definition von Moral der Ethik. Moralische Normen, ich will das nur mal an einem Beispiel nennen. Es gibt zwar eine Moraltheologie, aber keine Ethiktheologie. Hier wird in der Moraltheologie die Moral
was gilt in der katholischen Kirche etwa oder auch in anderen Kirchen des Christentums als sozial gerechtfertigt und sozial legitimiert. Das wird jetzt durch die Moraltheologie erhoben. Und das ist nicht immer freiheitssichernd, sondern es sichert allenfalls Freiheiten, aber niemals Freiheit. Und das Plädoyer für Freiheit ist das große Anliegen der zweiten Aufklärung, die, wie ich meine, durch den Konstruktivismus in Gang gesetzt werden könnte. Das Gleiche gilt für Ideologien. Ideologien darunter sind, ist die Menge der Kollektivkonstrukte innerhalb eines sozialen Systems verstanden, die das soziale System hervorgebracht hat oder die ihm zugrunde liegen. Und diese Ideologien sind leicht an der Endung Ismen zu erkennen. Ismus zu erkennen. Kommunismus, Marxismus und so weiter und so weiter. Nationalsozialismus. Das sind immer Namen für Ideologien und ich bin der Meinung, man sollte gerade Ideologien als auch Moral hin auf ihre Ethik hin überprüfen. Nicht auf Moral hin, vor allen Dingen die Moral hin auf Ethik zu überprüfen, weil sehr oft die Moral im Namen der Ethik zu sprechen beansprucht. Und gerade Ideologien als auch Moralien sind sehr genau zu überprüfen hin auf ihre human verstandene Sozialverträglichkeit, nicht systemisch verstandene Sozialverträglichkeit. Von den sowohl Ideologien als auch von der Moral her gehen kollektive Zwänge aus. Und diese kollektiven Zwänge, sie minimieren, wie gesagt, dann Freiheit, die psychische Freiheit des Einzelnen. Es ist gleichgültig, in welches soziale System wir uns begeben, auch selbst in einer Partnerschaft, ist die psychische Freiheit begrenzt. Ich kann nicht alles das tun, was ich gerne tun möchte, im vollen Ausleben meiner psychischen Freiheit, sondern es gibt legitime Grenzen der psychischen Freiheit und die auszumachen, ist eine der großen und wichtigsten Aufgaben einer konstruktivistischen Ethik. Die sozialen Systeme, wie gesagt, produzieren kollektive Zwänge, alle notwendig und schränken damit auch individuelle Freiheiten ein. Wie gesagt, die Übernahme von Zwängen muss gerechtfertigt sein um der Freiheit willen. Also das blinde Übernehmen von irgendwelchen Zwängen ist eine sehr fatale Gewohnheit geworden in unseren Gesellschaften. Nun, die Realitätsferne von Kollektivkonstrukten gilt es natürlich zu bedenken. Welches Kriterium gibt es für Realitätsferne? Das ist präzise wieder Ethik. Wir neigen dazu, Kollektivkonstrukte die Wirklichkeiten der Kollektivkonstrukte mit Realität zu verwechseln. Andererseits ist jetzt der Obama-Putin-Dissens nicht zu verstehen. Die beide haben einen von dem jeweils anderen Partner ein völlig anderes Kollektivkonstrukt, Individualkonstrukt, aufgrund von Kollektivkonstrukten, die ihnen die Gesellschaften, in denen sie beide agieren, vorgegeben sind, ohne dass heute die Kollektivkonstrukte nach ethischer Bedeutung befragt werden und in Frage gestellt werden. Und das ist nur ein Analogon auch von zu 1914. Eilika Emmerlich hat da eben schon darauf hingewiesen. Da sind zwei Kollektivkonstrukte aufeinander geprallt und haben zu einem schrecklichen Weltkrieg geführt. Der 1914 begann, aber erst 1945 endet das. Die zukünftigen Generationen werden diese beiden Kriege in einem zusammenfassen. Vielleicht mit dem Namen 31-Jähriger Krieg, genauso wie im 30-Jährigen Krieg auch drei Kriege zusammengefasst worden sind, der böhmische, der schwedische und der französische. Also die Realitätsferne von Kollektivkonstrukten kann nur anhand einer beherrschten und realisierten Ethik bewertet werden. Nicht aber an den Selbstverständlichkeiten. Denn, wie gesagt, Kollektivkonstrukte erzeugen Selbstverständlichkeiten
Und diese Selbstverständlichkeiten in Frage zu stellen, ist eine sehr wesentliche Funktion einer aufgeklärten Philosophie, wie sie etwa der Konstruktivismus anbietet. Eine Philosophie, die nicht in der Lage ist, Selbstverständlichkeiten in das Unselbstverständliche zu setzen und dann in diesem Unselbstverständlichen auf ihre Wirkung zu befragen, ist keine Philosophie. Hat nichts mit Liebe zur Weisheit zu tun. Mit diesem Anspruch ist schließlich die Philosophie angetreten. Das sagt ihr Name. Ja, Kollektivkonstrukte und Inbegriffe, ich habe es schon angedeutet. Inbegriffe sind also Begriffe, in denen andere Begriffe als Untermerkmale enthalten sind. Und die Kollektivkonstrukte werden nicht erzeugt durch irgendwelche allgemeinen Begriffe, die ähnlich verwandt werden, sondern durch Inbegriffe. Wie gesagt, Freiheit, Gerechtigkeit und Würde, viele andere Begriffe werden von Kollektiven, von Menschen im Kollektiv auftreten und sich dem Kollektiv verpflichtet fühlen, leicht übersehen, dass hier das Problem liegt, Inbegriffe als Begriffe wie andere Begriffe, wie empirisch gesättigte Begriffe zu verstehen und nachträglich empirisch zu sättigen. Wie auch Urbegriffe mit ihrer Würde, auch hier mal Würde ist so ein Urbegriff, Gott ist ein solcher Urbegriff, das sind Begriffe, die nicht weiter definierbar sind. Information ist ein solcher Urbegriff. Viele andere Begriffe sind solche unmittelbaren Urbegriffe. Leben ist ein solcher Urbegriff, die allenfalls definiert werden können, dadurch, dass man Adjektiv dazu setzt. Aber diese Begriffe, die die reine Vernunft erzeugt, erklären, den Versuch zu erklären, was sonst unerklärlich wäre. Diese Begriffe haben eine eigene Würde und werden normalerweise von sozialen Systemen ganz grob in ihrer Bedeutung vernachlässigt. Im Artikel 1 unseres Grundgesetzes steht zwar daran an, dass die Würde das höchste schützende Rechtsgut ist, aber wie sieht es dann aus, wenn wir, ich habe über 4 Jahre in einem Seniorenheim gewohnt und es war für mich erschütternd zu sehen, wie mit der Würde der Schwerdementen umgegangen worden ist. Und wir können nicht von einem Staat verlangen, die Würde wirklich für das höchste Schutz des Rechtsguts zu halten, wenn wir untereinander nicht jedem anderen Würde zusprechen. Das wird uns zu einer Lüge, zu Unwahrhaftigkeit, ein Selbstbetrug. Und ich habe mich bemüht, etwa in dem Seniorenwohnheim, in dem ich, wie gesagt, über 4 Jahre gelebt habe, zu realisieren, das Hessische Gesetz für Betreuung und Pflege, das freiheitsbeschränkende Maßnahmen massiv begrenzt. Aber das Durchsetzen hat mir nicht gerade die Sympathie der Hausleitung eingetragen. Aber auch hier geht es wieder Freiheit um der Freiheiten, die Freiheiten um der Freiheit willen. Es gibt keine Freiheiten, die selbstzwecklich sind. Und wenn sie nicht der Freiheit dienen, sind sie nicht sonderlich, ethisch gesehen, nicht sonderlich erheblich. Sondern sie gehören in den Bereich der Moral. Systemspezifische Inbegriffe, ja, das sind also Begriffe, die schon wie angedeutet von jedem System anders definiert werden. Jede Paarbeziehung wird Freundschaft anders definieren und Liebe anders definieren. Die haben alle ihren, Liebe ist auch ein solcher Urbegriff, das heißt, er erklärt anderes Verhalten, ohne dass in ihm andere Begriffe enthalten wären, also weder empirische Merkmale noch andere Begriffe. Liebe ist ein solcher Urbegriff. Jedes Paar wird das Wort Liebe anders definieren. Wir haben den Begriff Liebe im Christentum als Urbegriff identisch mit dem Begriff Gottes verwandt und eingesetzt. Das heißt im ersten Kapitel, im ersten Johannesbrief, wer liebt, hat Gott schon erkannt, denn Gott ist die Liebe. Mehr lässt sich an ihm nicht erkennen. Das einzusehen, das ist die Würde des Urbegriffs Liebe.
und er ist Urbegriffsgott. Ja, aber auch die Gerechtigkeit, Freiheit sind hier noch als Beispiele angedeutet. Das sind Begriffe, die auch Demokratie, Schicksal, das wird von jedem System anders gedeutet. Und auch hier gilt es wiederum, befragen wir Selbstverständlichkeiten. Die Selbstverständlichkeiten machen uns unfrei. Unbefragte Selbstverständlichkeiten. Und der Appell nochmal der zweiten Aufklärung, das Unselbstverständliche ist eigentlich der Ausgangspunkt, in dem das Selbstverständliche kritisiert werden muss. Ja, und dann kommt noch dazu, dass diese Inbegriffe noch emotional besetzt werden. Das macht sie dann extrem stabil. Jedes System hat, so bleiben wir nur bei den Beispielen Gerechtigkeit und Freiheit, als Inbegriff, aber mit jeweils anderen emotionalen Besetzungen. Die können sehr intensiv sein, die können aber auch geringfügig sein und bei kleinen Attacken gegen beide in Frage gestellt werden. Also die emotionale Besetzung von Inbegriffen führt ja dazu erst, dass Inbegriffe Selbstverständlichkeiten konstituieren. Emotionen können blenden, natürlich können sie das. Das soll heißen, bei einem emotionalen Überhang über die semantischen Bedeutungen werden die semantischen Bedeutungen entleert. Das Problem ist, dass viele Menschen Wertbegriffe verwenden und diese Wertbegriffe emotional besetzt, ökonomische, politische, soziale, kulturelle Wertbegriffe, sind emotional besetzt und werden in ihrer emotionalen Besetzung dann verwandt als Schablonen. Wir sprechen dann von Klischees, das sind semantisch leer gewordene Begriffe, die nur noch Emotionen transportieren. Und für auch diesen gilt es sich zu hüten, naja, wie ein mittelalterlicher Mensch sich vor Pest gehütet hat, vor Infektionen durch Pastorella pestis. Als ich meine Medizin lernte, da nannte man die noch Pastorellen, die Pest in Viren, in Bakterien. Nun gut, aber bitte darauf achten, es gibt Beulen an der Psyche, wenn wir die emotionalen Besetzungen so weit treiben, dass die semantische Bedeutung fehlt. Und ganz wichtige Begriffe werden semantisch entleert. Nicht nur etwa Demokratie, Freiheit, Gerechtigkeit und viele andere verlieren aufgrund der starken emotionalen Besetzung, die diese Begriffe haben, ihre semantische Bedeutung. Und weil sie dann hin und her geschoben und demagogisch verwendet und verwertet werden können, sind sie gefährlich. Sie konstituieren kollektive Konstrukte. Kollektive Konstrukte und Wertbegriffe sind ganz eng miteinander verbunden. Denn kein kollektives Konstrukt kann es sich leisten, auf Wertbegriffe zu verzichten. Sonst wird es nicht angenommen, wird es nicht akzeptiert. Und darin sehe ich ja auch eine der großen Schwierigkeiten in unseren jetzigen Gesellschaften, dass alle Werte ökonomisiert werden. Politische, kulturelle, soziale, individuelle Werte, auch pädagogische Werte werden ökonomisiert. Und die Ökonomisierung der Werte läuft dann unter dem Wort Wertewandel. Das ist tatsächlich der entscheidende Wertewandel. Nicht, dass andere Begriffe verwendet, andere Worte verwendet werden, signalisiert den Wertewandel, sondern die verschiedene emotionale Besetzung der Wertworte. In diesem Fall also die Ökonomisierung aller Wertworte. Und darin sehe ich persönlich auch ein schicksalhaftes Problem, dass durch die kollektive Ökonomisierung innerhalb einer kollektivierten Ökonomie wir in eine Sozialstruktur hineingeraten, die entweder in einem extremen Sozialismus endet oder in dem Gegenteil im extremen Faschismus. Teilhard de Chardin hat versucht, zwischen beiden den Ausgang zu finden,
dass er den nannte er Milieu divin, das was man normalerweise Gottesreich nennt, im Milieu Katholik. Dass dazwischen diesen beiden Polen emotionaler Gefahren, emotionaler Besetzungen von Wertbegriffen, die dann ihre semantische Bedeutung verlieren, in beiden Polen tun sie das, doch Wertbegriffe wieder in ihre ursprüngliche Bedeutung eingesetzt werden können und dann auch in ihrer ursprünglichen Bedeutung emotional besetzt werden müssen. Hier ist meines Erachtens im Augenblick auch eine gewisse Kritik an den christlichen Botschaften zu bemerken, die zwar zum Teil in Protest gegen die konkrete Ökonomisierung der Gesellschaft und der Werte der Gesellschaft steht, aber nicht zureichende Alternativen anbieten. Es ist richtig, dass die Ökonomisierung aller Werte das Problem unserer Gesellschaft ist. Auch das Problem der Kollektivstruktur, gleich welcher Couleur. Und diese Ökonomisierung in einer globalisierten Ökonomie führt zur Globalisierung aller Wertbegriffe, nämlich ökonomischen Globalisierung aller Wertbegriffe. Und das führt am Ende zu einer Menschheit, die am Ende sein könnte ein Termitenstaat oder etwas Ähnliches. Erste Anzeichen von termitenartigem Verhalten lassen sich durchaus bemerken. Das halte ich für sehr schlecht. Wir Menschen bilden, also unsere Polis ist kein Termitenstaat, sondern die Gemeinschaft, die uns frei macht, Freiheit schenkt, ist kein Termitenstaat, sondern genau das Gegenteil. Vielleicht müssen wir mal begreifen, dass ein soziales System eine Summe von einem Individuum 1, Individuum 2, Individuum 3 und so weiter ist und nicht eine Einheit, die Individualität totschlägt. Immer mehr mindert zugunsten ökonomischer Werte. Die Folgen: Die Emotionen können denken, die emotionale Besetzung von Wertbegriffen vor allen Dingen, können das Denken begrenzen, einschränken, das Wollen und das Handeln. Diese Trias, Denken, Wollen, Handeln, scheint mir von erheblicher Bedeutung zu sein, denn ein freies Handeln setzt ein freies Denken voraus und ein freies Wollen voraus. Die Denkfreiheit, die Willensfreiheit sind Voraussetzungen für die Handlungsfreiheit. Und da müssen wir uns Gedanken machen, wird die Denkfreiheit, also die Grundlage aller anderen Freiheiten, eines sinnvollen Gebrauchs aller anderen Freiheiten zumindest, nicht eingeschränkt durch die konkreten Forderungen, die soziale Systeme an uns stellen, wenn wir dazugehören wollen. Die verführte Vernunft, ja, die ist eben sehr oft durch Emotionen verführt. Die Verführung, die wir im 20. Jahrhundert erlebt haben, war die Verführung durch die Nationalismen, sei es sozialistischer, faschistischer Art. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Faschismen nicht nur in Europa grassierten, sondern auch in Südamerika. Wir haben das Gleiche jetzt noch zum Teil in Kroatien, jetzt wieder aufblühend, in Ansätzen jedenfalls. Und in der Vergangenheit war nicht nur Italien, Deutschland, Spanien faschistisch oder faschistoid, Kroatien faschistisch und faschistoid, zum Teil auch Österreich vor der sogenannten Wiedervereinigung. War auch faschistoid, sondern auch in Südamerika kassierte der Faschismus. Und wenn man sich mal überlegt, worauf er zurückzuführen ist, dann ist das auch eine fatale Angelegenheit der Kirchen. Wir haben in den Kirchen den Kommutarismus, also eine Alternative zum Sozialismus zu finden, versucht, indem dann die Ideologie, du bist nichts, dein Volk ist alles und ähnliche analoge Begrifflichkeiten den Faschismus charakterisieren, aufkeimen konnten. Die verführte Vernunft, durch was wird Vernunft verführt? Nicht nur durch Emotionen,
nur auch durch emotionsbesetzte Selbstverständlichkeiten. Also es ist nicht nur Liebe, Hass, irgendwelche Formen von Zuwendung oder von Nöten, von ich brauche notwendig ein konkretes soziales System, um leben zu können. Es ist nicht nur verführend oder kann verführend sein, sondern Verführung geschieht vor allen Dingen durch die kollektiven Konstrukte, der Übernahme kollektiver Konstrukte. Wertbegriffe und Moral, nun gut, dass viele Wert, alle Moralien nehmen für sich Wertbegriffe, das verfügen über Wertbegriffe in Anspruch, das ist das Problem der Moralien, dass sie unter dem Schein der Werte, die sich aber vor dem Anspruch der Ethik als Unwerte erweisen, versucht, allgemeines Bewusstsein zu gestalten. Allgemeines Bewusstsein, man das Bewusstsein, das dominant, statistisch auch dominant nachweisbar, innerhalb eines sozialen Systems gültig, als gültig akzeptiert wird. Und dieses allgemeine Bewusstsein ist, denke ich jedenfalls, ein Bewusstsein, dem wir uns auch kritisch nähern müssen. Also nicht alles, was im allgemeinen Bewusstsein, in den Selbstverständlichkeiten des allgemeinen Bewusstseins uns vorgesetzt wird, darf für uns selbstverständlich sein. Noch einmal wieder, der Sinn und die Aufgabe der zweiten Aufklärung besteht darin, das, was die Philosophie eigentlich von ihrem Anbeginn her wollte, das selbstverständlich auf die Selbstverständlichkeiten hin zu überprüfen, wenn Sie so wollen, uns unselbstverständlich zu machen. Und der Gegensatz zu Moral ist, wie gesagt, Ethik. Die ethisch orientierte Vernunft ist also unser Ziel, das zu erreichen. Das ist das Ziel der zweiten Aufklärung. Die Vernunft bedarf eines Leitfadens. Nicht umsonst haben 1789 die französischen Revolutionäre der ersten Stunde auf den Altar von Notre-Dame de Paris eine Dirne gesetzt und haben gesagt, das ist die Göttin, die ihr anbetet, denn diese Göttin der Vernunft, nannte sie die, die buhlt mit jedem, der genug dafür bezahlt. Die Frage ist, ob unsere Vernünftigkeit eingekauft werden kann. Das Sapra Aude ist das stärker als das Postulat der sozialen Systeme, die uns einfordern, ihre Selbstverständlichkeit für selbstverständlich zu halten. Der oberste Begriff, der in der Übernahme der Kollektivkonstrukte besteht und auch überhaupt der Beurteilung von Kollektivkonstrukten, ist der Begriff der Verantwortung. Verantwortung heißt Antwort geben auf was? Es gibt eine Verantwortung dem Gesetz gegenüber, da muss ich die Antwort geben, vielleicht dem Richter. Aber es gibt auch eine Verantwortung, die letzte aller Verantwortungen ist, das ist eine Antwort geben auf die Frage meines Gewissens. Und das Gewissen muss ein geschultes Gewissen sein. Ein nicht geschultes Gewissen wird in alle möglichen Fallen rennen. Und die Schulung des Gewissens, ich habe schon vor anderthalb Jahren mal darüber gesprochen, das ungeschulte Gewissen ist ein Gewissen, das in beliebige Mengen von sozial aufgestellten Fallen, von sozialen Systemen aufgestellten Fallen laufen kann. Das untrainierte Gewissen ist wahrscheinlich der Ursprung der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Jedenfalls in weiten Bereichen der Grund dafür. Und jetzt müssen wir uns mal befragen, was denn wir für unser Gewissen getan haben. Gewissen und Freiheit. Ja, auch wie alles, was in der Philosophie eingefordert wird, ist unter anderem auch das Gewissen oder die Entscheidung nach Maßgabe des Gewissens besser. Begrenzt kann Freiheit begrenzen, aber ein Gewissen muss auch wieder unter dem Anspruch stehen, Freiheit freizusetzen. Wenn Gewissen mich in meiner Freiheit, in meinen Freiheiten wird es mich allemal begrenzen, aber in meiner Freiheit begrenzt, ist es sehr zu prüfen, ob mein Gewissen nicht fehlorientiert ist. Und das fehlorientierte Gewissen ist wirklich die Ursache vieler sozialer Katastrophen. Beispiele jetzt für Wertbegriffe, das habe ich ein paar aufgeführt.
Ich habe Freiheit, Gerechtigkeit und sowas, das werde ich jetzt mal ein bisschen ausführen. Inbegriff der Gerechtigkeit, also es handelt sich um einen Inbegriff, der von jedem sozialen System anders gefüllt wird. An Beginn bei einer Partnerschaft bis zu einem Großsystem, NATO oder was auch immer, wird der Begriff Gerechtigkeit anders gefüllt. Und der Begriff Gerechtigkeit ist ein anderer, ob ich sage Gerechtigkeit gegenüber dem Du, den anderen Menschen, dann setzt Gerechtigkeit etwa notwendig Fairness voraus. John Rawls hat ein Buch geschrieben über Theorie of Justice. Und diese Theorie der Gerechtigkeit sagt, gerecht ist nur dann ein Mensch, wenn er fair handelt. Gerechtigkeit geschieht nur auf gleicher Augenhöhe, im Horizont von Fairness. Das ist ein völlig anderer Begriff von Gerechtigkeit als der Begriff der Gerechtigkeit etwa des Anspruches des Staates an den Bürger. Der verlangt Steuerzahlung, der Bürger verlangt vom Staat Gerechtigkeit, dass die Politiker, die ihren Eid geschworen haben, den Schaden vom deutschen Volk abzuwenden und ihren Nutzen zu mehren, ob das realisiert wird. Da muss meines Erachtens jeder Politiker, wenn er gewählt werden will, vorher geprüft werden, ob dieses seine Maximen sind. Schaden abzuwenden und Nutzen zu mehren. Wenn er es nicht tut, dann ist die Frage, ob noch die Gerechtigkeit des Bürgers auch gerechte Behandlung des Staates, etwa der Steuerzahlung oder was auch immer, einfordert. Also auch hier völlig andere Sachen. Der Einzelne gegenüber dem anderen Einzelnen hat ein anderes Verhältnis zur Gerechtigkeit als der Einzelne gegenüber dem sozialen System. Und das soziale System gliedert sich auch von Paarbeziehungen bis hin zur NATO oder noch anderen internationalen Großsystemen. Und in jeder dieser Beziehungen sieht Gerechtigkeit anders aus. Umgekehrt natürlich auch die Gerechtigkeit des sozialen Systems gegenüber dem Einzelnen. Hängt ab von der Art des sozialen Systems. Eine Partnerschaft ist das anders als in einem Staat oder einem ökonomischen Unternehmen. Da sieht die Gerechtigkeit gegenüber dem Einzelnen wieder völlig verschieden aus. Also man kann leicht mindestens ein Dutzend Gerechtigkeitsrelationen aufweisen, den Inbegriff Gerechtigkeit anders füllen. Und deshalb ist diese fahrlässige Verwendung des Wortes Gerechtigkeit, ohne zu sagen, was ich denn meine, welche Beziehung ich meine, zwischen die durch Gerechtigkeit mitdefiniert werden soll, ohne das zu sagen, ist das Wort Gerechtigkeit ein leerer Begriff, ist eine Floskel. Und man kann ja immerhin fragen, ob das nicht ein Wieselwort wird, das Wort sozial. Das heißt, dieses englische Beispiel, kennen Sie vielleicht, diese englische Metapher. Iltisse oder wer auch immer saugen ein Ei aus, sodass die Hülle noch erhalten bleibt, aber dass der Inhalt verschwunden ist. Und das ist die Frage, ob das Wort sozial nicht in diesem Sinne entleerend für das folgende Wort gebraucht wird. Die Frage ist, soziale Gerechtigkeit ist das und in welchem Umfang ist das Gerechtigkeit? Nochmal, wenn ich Gerechtigkeit undefiniert stehen lasse, ist tatsächlich ein Wieselwort, das Wort sozial. Soziale Verantwortung, soziale Demokratie und so weiter. Die Gefahr ist, wenn ich das nicht genau definiere, was ich unter sozial verstehe, wird das zu einem Wieselwort oder kann zu einem Wieselwort werden. Ja, diese Vieldimensional des Wortes ist deutlich. Es wird also von jedem sozialen System, beginnend von einer einigermaßen auf Stabilität ausgelegten Partnerschaft bis hin zu sozialen, nationalen und übernationalen Großsystemen in sehr verschiedener Weise gebraucht und muss in dem Gebrauch auf seine konkrete Anwendung, welches in die folgende Anwendung, geprüft und befragt werden. Geschieht das nicht, ist das wieder die unkritische Übernahme von Selbstverständlichkeiten. Das Sapere Aude wird ganz klein geschrieben, ermutigt deines Verstandes zu bedienen und nicht irgendeines Verstandes eines sozialen Systems.
also was wie eine kollektive Vernunft überhaupt geben sollte. Das gleiche gilt auch für die Freiheit wieder. Auch hier, Freiheit ist auch ein Inbegriff und es kommt darauf an, wie ich Freiheit verstehe. Und ich verstehe Freiheit stets als personale Freiheit, Freiheit der Person und nicht Freiheit eines sozialen Systems, obwohl natürlich auch die Freiheit des sozialen Systems ein fühlbarer Begriff ist, aber hat nichts zu tun mit dem Begriff der Freiheit der Person. Die können einander durchaus widersprechen. Die Freiheit des sozialen Systems kann die Freiheit der Personen massivst unterdrücken. Und die Freiheit der Person kann das System so in Frage stellen, dass es korrumpiert, dass es implodiert. Also auch hier geht es darum, eine ausgewogene Begrifflichkeit zu finden, mit welchen Unterworten, Allgemeinbegriffen wird der Begriff Freiheit aufgefüllt. Wie gesagt, Freiheit ist genauso vieldimensional wie Gerechtigkeit. Freiheit eines sozialen Systems und Freiheit einer Person. Das soziale System wieder aufgefächert von Paarbeziehungen bis zu internationalen Konzernen oder politischen Systemen, ist was völlig anderes. Und das wird sehr oft einfach übersehen. Unter der Schablone von Gerechtigkeit und Freiheit geschieht massives Unrecht und massive Unfreiheit. Beides legitimiert sich unter den Begriffen von Freiheit und Gerechtigkeit. Immer dann, wenn Menschen nicht bereit sind, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen, sondern gleichsam den kollektiven Verstand zu benutzen. Ja, es geht jetzt um die Internalisation von Werten. Es gibt drei verschiedene Weisen, sich Werte zu eigen zu machen oder Forderungen eines sozialen Systems zu eigen zu machen. Ich weiß nicht, ob die hier schon aufgeführt sind. Ich bin leider sehbehindert und kann das nicht genau sehen. Jedes soziale System setzt voraus, dass die Werte des sozialen Systems vom Mitglied des sozialen Systems in irgendeiner Weise zu eigen gemacht werden. Es kommt darauf an, in welcher Weise. Da hat die Psychologie drei Weisen gefunden. Erstmal die Inkorporation, dann werden die Werte des sozialen Systems unkritisch übernommen. Das führt zu Aussagen, dieses System ist mein Leben. Das Krankenhaus ist mein Leben, hat mir mal ein Arzt gesagt. Oder die Partei ist mein Leben, hat mir mal ein Politiker gesagt. Das Unternehmen ist mein Leben, hat mir mal ein Manager gesagt. Das ist Inkorporation. Ich kann nicht leben ohne das. Völlig unkritisch. Dagegen ist die Introjektion eine kritische Form der Internalisierung. Das heißt, ab einer bestimmten Grenze wird die Internalisierung verweigert. Die Übernahme der systemisch vorgegebenen Werte verweigert. Wir sprechen dann von zivilem Ungehorsam oder so etwas. Aber das heißt, es muss bei jedem Menschen eine sehr verschiedene Grenze ausgemacht werden, austariert werden, indem dann die Kritik, die Internalisierung der systemisch vorgeschriebenen Werte verhindert. Ja, und die Reifeform ist die Internalisation. Die ist sehr kritisch. Das heißt, jede erhebliche Beanspruchung des Systems wird von mir kritisch befragt. Das heißt, nicht in jeder einzelnen Situation kritisch befragt, sondern generell in diesen Situationen bin ich nicht bereit, dem System gegenüber zu gehorchen. Und in anderen Situationen bin ich bereit, ihm zu akzeptieren, ohne dass auch im Einzelnen noch eine Prüfung stattfinden muss. Denn das würde ja das menschliche Gewissen total überlasten, bei jeder einzelnen Forderung des Systems an mich zu überprüfen, ob dieses moralisch zu rechtfertigen ist, ethisch zu rechtfertigen ist oder nicht. Also die Rechtfertigung der Forderungen eines sozialen Systems mit den damit verbundenen Unfreiheiten kann auch für einen bestimmten Typ von Forderungen generalisiert werden. So, und ein Musterbeispiel, personale Freiheiten, Internalisation. Jede Internalisation strengt in gewissem Umfang die Freiheit ein, die Freiheiten ein.
nicht die Freiheit. Die Internalisation soll so erfolgen, dass innere Freiheit, psychische Freiheit, meint er, ist damit gemeint, Freiheit eher gemehrt als gemindert wird. Und deshalb muss ich mich bei der Internalisierung der Werte eines sozialen Systems fragen, wird dadurch eher Freiheit gemehrt oder gemindert? Ich werde das jetzt mal versuchen. Das Problem ist das Unterbewusste natürlich. Also unser Unbewusstes, Unterbewusstes ist ein Begriff aus der Psychologie von C.G. Jung. Ich neige eher, auch aufgrund meiner therapeutischen Ausbildung, hier Sigmund Freud zu folgen. Das Unbewusste gibt uns auch bestimmte Vorgaben vor, die mir nicht bewusstseinsunfähig sind und massiv Freiheit begrenzen können. Das sei hier nicht geleugnet. Eben die genannten neurotischen Einschränkungen von Freiheit sind ein deutlicher Beweis dazu. Dass auch die Aufgabe der Therapie besteht dann eben präzise darin, einmal den Patienten den Unterschied deutlich zu machen zwischen Realität und Wirklichkeit. Seine Wirklichkeiten sind auf Realität abzubilden und möglichst realitätssicher zu gestalten. Und das gelingt ist die Therapie, das ist das Urteil der Therapie über den Therapieerfolg. Oder auch, und das denke ich, die Unterscheidung zwischen Moral und Ethik ist ganz wesentlich, vor allen Dingen für ekklesiogene Neurosen oder so etwas, also von sozialen Systemen verursachte neurotische Störungen, die dann unter Berufung auf die Ethik Moral einfordern. Die Internalisation und Gewissen. Das Gewissen ist hier definiert immer als das der Handlung unmittelbar vorausgehende Urteil über die ethische Qualität der Handlung. Bitte das nachfolgende Gewissen, das moralische Gewissen, das uns immer dann anspricht und schuldig spricht, wenn wir gegen die Normen der Moral verstoßen haben, das ist ethisch gesehen völlig irrelevant. Das hat allenfalls noch die ethische Bedeutung darin, dass man in Zukunft solche Situationen zu meiden versuchen, dass moralische Gewissen sich vernachlässigt fühlt. Aber es hat keine primäre Funktion. Das sogenannte schlechte Gewissen hat mit Gewissen im ethischen Sinne nichts zu tun. Außer dem edukatorischen Erfolg, von dem ich Ihnen eben angedeutet habe. Also, die Internalisation und Gewissen, gerade jede Form des Internalisierens muss vor dem Gewissen als dem ethischen Gewissen verstanden gerechtfertigt sein. Es ist fahrlässig, Werte des sozialen Systems zu internalisieren, als die eigenen zu übernehmen, soll das heißen, ohne vorher geprüft zu haben, ob die ethisch verträglich sind. Ethisch verträglich meint immer hier eher personales Leben mehrend als mindernd. Personales Leben aller Betroffenen, nicht nur des eigenen, sondern auch der durch mein Handeln betroffenen anderen Menschen. Gewissen und Verantwortung, also Verantwortung, ich habe schon gesagt, Verantwortung heißt Antwort geben, auf wen, welcher Instanz, das ist immer nur das ethisch gebildete Gewissen. Ja, und Kollektivkonstrukte neigen dazu, die Funktion des Gewissensurteils uns abzunehmen. Wenn das im Kollektivkonstrukt als moralisch gerechtfertigt sein scheinen mag, unter dem Anspruch, es würde auch der Ethik gehorchen, dann sind solche Kollektivkonstrukte massiv freiheitbegrenzend und erst recht als unsittlich abzulehnen. Sittlichkeit verstehe ich als die Übernahme moralischer Normen, sofern sie ethischen nicht widersprechen. Also nicht jede moralische Norm ist schlecht, in sich verwerflich. Nur das moralische Gewissen als letzte Instanz ist verwerflich, sondern das ethische Gewissen muss auch das moralische kontrollieren auf Grenzen, Bedingungen, Voraussetzungen seiner Funktion. Ja, und dann habe ich ein Beispiel. Ja, das Zivilcourage, das ist
eigentlich schon von Anfang an die Forderung der Aufklärung gewesen haben, mutig deines eigenen Verstandes zu verdienen und nicht des Verstandes anderer. Das ist die Zivilcourage, ist ja eingefordert, das ist die bürgerliche Tugend schlechthin. Die Fähigkeit und Bereitschaft, notfalls auch dem sozialen System gegenüber Widerstand zu leisten, den Forderungen des sozialen Systems gegenüber und den Selbstverständlichkeiten des sozialen Systems gegenüber. Das Recht auf bürgerlichen Widerstand ist ein Recht, das uns übrigens auch das Grundgesetz ausdrücklich garantiert. Dann, wenn etwa die Exekutive oder die Legislative, erst recht die Legislative, sich gegen sich selbst zu richten beginnt, dann haben wir das grundgesetzliche Recht auf Widerstand. Ich hatte mal seinerzeit Schwierigkeiten, da hat mich der hessische Kultusminister für sich einbestellt, weil ich gesagt habe, unter Umständen kann der sogenannte Fraktionszwang dazu führen, dass ein Abgeordneter genötigt wird, durch sozialen Druck gegen sein Gewissen zu entscheiden. Das ist aber gegen den Artikel des Grundgesetzes, nach dem Abgeordnete ausschließlich im Gewissen unterworfen sind und nicht an Weisungen gebunden. Und wenn sich Abgeordnete an Weisungen gebunden sehen, dann erwächst daraus das Recht des Abgeordneten zum Widerstand. Wenn das in Frage gestellt wird durch die Praxis oder auch sogar durch die Theorie, dann ist das dann hat der Abgeordnete das Recht, den Selbstverständlichkeiten des Kollektivs der Partei zu widersprechen. Und wenn das nicht erfolgen kann, de facto nicht erfolgen kann, dann hat jeder Bürger das Recht zum Widerstand gegen ein solches System, habe ich mal behauptet, in einer Fernsehsendung des ZDF. Und das hat mir dann die Frage eingetragen, ob ich noch jederzeit auf der Grundlage des Grundgesetzes meine Lehrtätigkeit ausführen würde. Und der Kultusminister hat gesagt, na, wir wissen ja, was wir von uns erhalten haben. Ist okay, die Sache ist erledigt, Aktendeckel zu, raus. Aber es ist die Frage, ob wir tatsächlich noch im Bewusstsein haben, dass das Recht auf Widerstand, auf zivilen Widerstand ein grundgesetzlich garantiertes Recht ist. Ja, ist die Frage, ob das in unserem Bewusstsein so klar ist, dass es tatsächlich zu Handlungen führt. Nicht nur in der Theorie, natürlich, aber das ist in der Theorie klar, auch nur das Grundgesetz zu lesen. Aber in der Praxis. Wann habe ich das letzte Mal Widerstand geleistet gegen die Forderungen eines sozialen Systems? Eine interessante Frage, die zu beantworten, den Versuch, sie zu beantworten, ist sich lohnt. Der Beweis für diese Unterscheidung, ist das Ergebnis der Milgram-Versuche. Die Milgram-Versuche gingen von Herrn Milgram aus. Der wollte überprüfen, ob die Entschuldigung der Nazis, sie hätten im Befehlsnotstand gehandelt, tragfähig ist oder nicht. Es gab ja genug KZ-Aufseher oder auch Offiziere bis hin zu Generälen, die sich auf den Befehlsnotstand beriefen. Stand das zu Recht oder nicht? Die Milgram-Versuche sind in 14 verschiedenen Staaten, unter anderem auch der damaligen UdSSR, USA, aber auch in Israel, vorgenommen worden und über einen repräsentativ ausgewählten Bevölkerungsdurchschnitt und hatten immer das in allen Ländern das gleiche Ergebnis. Nicht dasselbe, aber doch ein solches vergleichbares Ergebnis. Die Versuchsanordnung war folgende. Ein Schauspieler, der als Versuchskaninchen herhalten musste, wurde elektrisch verkabelt. Eine Versuchsperson, die wie gesagt nach irgendwelchen statistischen Grundsätzen ausgesucht worden ist, oder ein Gremium von Personen, die ausgewählt worden sind. Zum Beispiel hat man einer der ersten Versuche war in New York, dass man nach den Telefonbüchern einfach im Telefonverzeichnis nachgeguckt hat. Man hat da schon eine gewisse positive Elite, nämlich nicht jeder New Yorker Bürger hat ein Telefon getroffen. Das Ergebnis war immer das gleiche, auch in Israel übrigens das gleiche.
Insofern ist das, was hier dargestellt, repräsentativ. Der Versuchsleiter hat den Probanden daran zu hindern, vorzeitig die elektrischen Stöße, die dem Schauspieler, der das Versuchskaninchen spielen sollte, zugeführt wurden. Die Lehrsituation war trivial einfach. Eine falsche Antwort des Versuchsleiters gegenüber dem Probanden, gegenüber dem, sollte mit einem Stromstoß beantwortet werden. Die Frage war, oder die vorgegebene Frage war, lernen Menschen durch Bestrafung? Und wie schnell lernen sie durch Bestrafung? Das war die Steinsituation. Die Realsituation war die Überprüfung der Berufung auf Befehlsnotstand. Und hier sind dann in der linken Spalte die Voltzahlen angegeben über Gleichstrom und dann die Reaktion des Schülers, der dann auf seine Lernfähigkeit getestet werden sollte, und die Zahl der Abbrüche. Die weitaus größte Zahl der Menschen sind in dieser Situation, trivialen Situation, bereit zu töten. So weit zu gehen bis zu 200, bis 450 Volt Gleichstrom, das ist absolut tödlich. Die meisten Menschen sind bereit zu töten, auch wenn dahinter das Kommando des Versuchsleiters kommt: Sie können jetzt nicht aufhören, Sie müssen weitermachen, wenn Sie jetzt abbrechen, geht das nicht, da ist der ganze Versuch hinüber und solche Sachen. Auf Befehl, der Befehl stand über dem Gewissen. Und die relativ wenigen Abbrecher, die also die Versuch verweigert haben, die Forschung des Versuchs geweigert haben, waren Leute in sozialverantwortlichen Berufen. Lehrer, Geistliche und ähnliche. Aber in keiner Weise Soldaten, Offiziere, Beamte oder so etwas. Waren fast alle bereit zu töten, auf Befehl. Ist dieser Versuch nicht katastrophal? Und zeigt, wie wenig Menschen wirklich über ein trainiertes Gewissen verfügen. Man hat gegen diesen Versuch eingewandt, das sei gegen die Menschenwürde, solche Versuche an Menschen vorzunehmen oder mit Menschen vorzunehmen. Das kann sein, dass das gegen die Menschenwürde war, aber in diesem Fall würde, denke ich, dieser Verstoß gegen die Würde das Ergebnis und Resultat aufwiegen, die Bedeutung des nicht trainierten Gewissens aufzuweisen. Also die Folge war wirklich, dass Milgram sagen musste, die Berufung auf Befehlsnotstand war tatsächlich gegeben. Es war keine volle Entschuldigung. Die Leute fühlten sich subjektiv unter Befehlsnotstand stehend, im Befehlsnotstand öffentlich. Nun gut, Sie mögen sich alle darüber selbst ein Urteil machen, aber für mich ist die Sache so wichtig, dass ich glaube, eine Ethik, die nicht diese Ergebnisse der Milgram-Versuche mit bedenkt, kann man vernachlässigen, ist unerheblich. Wenn sich Menschen auf Befehlsnotstand berufen, dann kann das nur in ganz seltenen Fällen, extrem seltenen Fällen sinnvoll sein. Und dann muss sicher die Ausführung des Befehls Befehl sein, das heißt dem ethischen Gebot folgen, personales Leben eher zu mehren als zu mindern. Wo heißt der Beweis der Biophilie des Befehls? Beim Befehl, nicht beim dem befohlen wird. Und das ist selten genug der Fall. Wie viele in sozialen Systemen gehorchen nahezu blind, auch in Bagatellfragen, selbst in wichtigeren Fragen wie in Personalfragen, den Anordnungen, die von oben kommen? Es sind Unternehmen, in Parteien, selbst in Vereinen und Gewerkschaften und was ich, in allen möglichen sozialen Systemen ist das so. Das ethische Gewissen versagt in fast allen Fällen. Ich habe schon darauf hingewiesen,
Die entscheidende Frage ist, wie trainiere ich denn mein Gewissen? Wir haben bei uns in der Gesellschaft Jesu ein wichtiges Trainingsmittel, nämlich zweimal am Tage im Noviziat, später einmal am Tage, uns zu fragen, welche meiner Handlungen war am ehesten lebensmehrend und welche waren am ehesten lebensmindernd. Und wenigstens die eine oder zwei Handlungen für das eine wie für das andere ausfindig zu machen. Auf diese Weise erhalte ich früher oder später, nach einigen Jahren, auf alle Fälle ein zureichend trainiertes Gewissen. Ich werde wach, sobald von mir irgendetwas eingefordert wird, was eher mein eigenes Leben oder das Leben irgendeines anderen Menschen eher mindert, personales Leben eher mindert als mehrt. Dieses Gefühl zu bekommen, es ist ja auch ein Gefühl, es ist ja nicht nur rationale Einsicht. Denn nochmal, rationale Einsichten sind oft vom Gefühl geführt und verführt. Das ist ziemlich wichtig, diese Emanzipation der Rationalität von Emotionen in gewissem Umfang zu erreichen. Nun, also die Milgram-Versuche sind meines Erachtens zentral für jeden ethischen Entwurf. Eine Ethik, die das nicht tut, die nicht diesen Ergebnissen gerecht wird, sollte sich nicht Ethik nennen, sondern sollte unter der Überschrift Moral laufen. Dem Vorwand Sozialverträglichkeit. Ja, das kommt die Rolle der Massenmedien, kommt jetzt noch natürlich ins Spiel bei der Produktion kollektiver Konstrukte. Ich habe in meinen Seminaren mal gelegentlich eine Umfrage gestaltet. Lesen Sie regelmäßig eine Tageszeitung, die Ihre eigenen Vorstellungen und Wertvorstellungen widerspricht? Es war erstaunlich, wie wenig das waren, sondern die weitaus meisten lesen die Zeitung, die am stärksten ihre Vorurteilsstruktur bestätigt. Politische, soziale, kulturelle, ökonomische Werturteile. Kaum eine Zeitung kann es sich heute leisten, und deshalb war das Ergebnis der Reporter ohne Grenzen, dass die Bundesrepublik Deutschland, das ist immer noch der offizielle Staatsname, noch in keiner Weise an erster oder an früher Stelle bei der Pressefreiheit steht. Die meisten Menschen abonnieren eine Zeitung, die ihren Wertvorurteilen entspricht und eher verstärkt als in Frage stellt. Ich habe mit einem Redakteur der FAZ darüber gesprochen. Er hat gesagt, ja, wenn wir die Vorurteile unserer Leser in Frage stellen, dann wird das Abonnement gekündigt. Das können wir uns nicht leisten. Entschuldigen Sie, meine Damen und Herren, wo bleibt da die Pressefreiheit? Und die Funktion der Pressefreiheit, die unter anderem ja auch die Funktion hat, Selbstverständlichkeiten, politische, ökonomische, soziale und kulturelle, in Frage zu stellen. Ich habe mal, das ist schon lange her, als die Sowjetunion nur noch bestand, regelmäßig die Pravda abonniert und meine seinerzeit in Pulach, in der philosophischen Ausbildung gelernten russischen Kenntnisse, versucht mal nicht nur zu aktivieren, sondern auch mal die andere Seite zu sehen. Dass der römische Rechtsgrundsatz audiatur et altere pars, man höre auch stets die andere Seite, ist die Voraussetzung dafür, eine Realitätssicht des Urteils zu fällen. Denn die Realität spielt normalerweise im Dazwischen verschiedener, einander widersprechender Wirklichkeiten. Wenn ich die andere Seite nicht kenne, wie soll ich da zu einem vernünftigen, ethisch verantwortlichen Bewusstsein kommen? Also, ich kenne auch im deutschen Bereich keine Zeitung, die diesem Postulat gerecht wird, auch mal die Vorurteile, die Vorwertungen der
Leser in Frage zu stellen. Also hin und wieder findet man schon mal einen Leitartikel, der das tut, aber nicht die Zeitung. Ja, was bedeutet noch Pressefreiheit? Das ist eine der vielen Freiheiten, die uns garantiert sind, aber sie eine der vielen Freiheiten, die eher Freiheit begrenzen als Freiheit freisetzen. Psychische Freiheit. Ja, ich will das noch versuchen, an einem Beispiel zu erläutern. Also die Realitätsdichte von Kollektivkonstrukten ist, wie gesagt, an Ethik zu überprüfen, nicht an Moral. Wichtig. Und die Realitätsdichte ist leider nicht durch Erkennen, sondern nur durch Wollen zu überprüfen. Nur durch mein Handeln, nicht durch mein Erkennen kann ich Realitätsdichte sicherstellen. Unsere Erkenntnis ist verführbar. Unser Handeln ist leichter zu überprüfen als unser Erkennen. Nämlich unser Handeln, ob es biophile Ausgänge hat, ja oder nein, ist meines Erachtens deutlicher Signalgeber für verantwortetes Handeln als unser Erkennen. Aber wie gesagt, Erkennen ist eine der Voraussetzungen für Wollen und eine der Voraussetzungen für Handeln. Insofern ist auch die Erkenntnisebene nicht zu vernachlässigen. Ja, das sind was für Wahlkriterien. Wahrheitskriterien gibt es. Nun, ich habe hier so ein paar angeführt. Die Wahrheitskriterien sind ursprünglich gehen auf das Kognitive, auf das Erkennen aus. Das typische Wahrheitskriterium in vielen Denkbereichen des europäischen aufgeklärten Denkens war das von René Descartes, der Meinung war, dass die Evidenz ein Wahrheitskriterium sei. Das heißt, das unmittelbare Eindeuten der Stimmigkeit eines Sachverhalts sei Evidenzkriterium. Aber er selbst hat daran schon etwas an das Cogito ergo sum, ich denke, also bin ich, als die Grundlage alles Erkennens ist dieses das Fundament, das man nicht mehr sinnvoll bezweifeln kann. Das folgt natürlich nicht daraus, sondern ich denke, also gibt es etwas Denkendes, das wäre die Folge nicht, aber bin ich, das ist den Schluss. Und Descartes musste schon selbst einführen, die Möglichkeit eines Genius Malignus, eines bösen Geistes, der diese Evidenz als Wahrheitskriterium verführen könnte, uns Dinge evident scheinen lässt, die gar nicht real sind, sondern nur wirklich. Und um diesen Genius Malignus, diesen bösen Geist, der uns verführt, zu eliminieren, musste er dann einen Gottesbeweis einführen und dann sagen, Gott lässt sich zu, dass der Genius Malignus uns so verführt, dass wir das für evident halten, was unwahr ist. Sie sehen, dass dieses Cogito ergo sum in keiner Weise Grundlage soliden philosophischen Denkens sein kann. Das ist weitgehend ideologisch. Dann die zweite, das ist etwa von Jürgen Habermas, der sagte, in Interaktionen können wir Wahrheit erkennen. Er spricht dann von interaktioneller Wahrheit. Wahrheit ist nicht eine Sache an sich, eine Aussage ist nicht für an sich wahr, sondern wird in der Interaktion, im Bemühen einer idealen Kommunikationsgemeinschaft wahrheitsannähernd. Diese Darstellung von Jürgen Habermas ist von ihm selbst relativiert worden, weil es ideale Kommunikationsgemeinschaften, jedenfalls in meiner Erfahrungswelt kommen sie nie vor, also selten oder gar nicht gibt. Unter anderem ist die ideale Kommunikationsgemeinschaft dadurch bestimmt, dass das Gelten des besseren Arguments angenommen wird. Aber wer entscheidet denn, was das bessere Argument ist? Damit ist die Frage der kommunikativen Vernunft und der kommunikativen Wahrheit auch schon nicht leicht zu beantworten.
Der Konstruktivismus, da geht es macht ganz einfach, was ist wahr? Wahr ist dann, wenn das Gelingen des personalen Lebens realisiert wird. Wie gesagt, Ethik kann nicht lügen, wenn sie begründet ist und das personale Leben, die Mehrung des personalen Lebens ist allemal besser als dessen Minderung, des eigenen, wie auch des Fremden, mit dem ich interagiere, ist allemal besser als die Minderung. Ich denke, das ist ein neuer Gesichtspunkt von Wahrheit, dass Wahrheit, die Wahrheit, die Realitätssicht, also eine Aussage oder eine Überzeugung überprüft werden muss an den Handlungen, die aus dieser Annahme von Wahrheit folgen. Es gibt kein anderes Kriterium meines Erachtens weder ein denkendes noch ein soziales Kriterium, sondern nur das ethische Kriterium für die Wahrheit, für die Realitätsdichte einer Feststellung, Behauptung, eines Gesetzes, eines Richterspruches und was weiß ich. Ja, da habe ich jetzt nun ein Beispiel mal gewählt, was wahrscheinlich auf Widerspruch stößen wird. Da wird ganz klar das Audiatur et altera pars. Höre auch die andere Seite, denn sonst kannst du in den Sackgassen geraten. Und wir haben es wahrscheinlich, viele von uns, ich selbst möchte mich hier auch durch lange Jahre meines Lebens nicht ausschließen, habe ich das für selbstverständlich gehalten, was meine soziale Umwelt, also das allgemeine Bewusstsein meiner sozialen Umwelt für selbstverständlich hielt. Ich habe es relativ spät gelernt, diese Selbstverständlichkeiten in Frage zu stellen. Und ich nehme jetzt mal eine große, vielleicht die größte Idee, die die Menschheit je hatte, als Aufhänger dafür, wie um diesen Grundgedanken herum ein Konstrukt aufgebaut wurde. Das wird, wie gesagt, auf Widerstand stoßen, aber Audiatur et altera pars, was auch die andere Seite hören, führt dazu, unsere Einseitigkeiten vor der Übernahme von Selbstverständlichkeiten, der unkontrollierten und unkritischen Übernahme von Selbstverständlichkeiten zu hüten. Ja, die Legitimation durch die Geschichte. Soziale Systeme werden sicher durch ihre Geschichte weitgehend legitimiert und können und versuchen sich alle durch ihre Geschichte zu legitimieren. Vor allen Dingen sind so soziale Systeme, die mit irgendeinem elitären Anspruch verbunden sind, konstruieren ihre Geschichte in irgendeiner Weise. Der Nationalsozialismus hat, weiß ich, in Himmler die Geschichte des Germanentums ganz neu entfaltet und ein absolut realitätsfernes Konstrukt vom Germanentum verbreitet, in dem in keiner Weise deutlich wurde, dass das Wort Germane von Caesar, Julius Caesar, eingebracht wurde für alles das, was östlich des Rheins siedelte. Aber der Germanenkult war für ihn das Nonplusultra. Ging sogar so weit, dass er die Hexen als die weisen Frauen der Germanen betrachtete, die ja von den Christen verfolgt wurden, weil natürlich das Heidentum alles nur das Übel wollte und nichts anderes als das Übel können wollte. Also die Legitimation durch die Geschichte ist vor allen Dingen bei den sogenannten ideologischen Eliten erheblich. Ideologische Eliten unterscheiden sich etwa von Leistungseliten deutlich, deshalb, weil sie eine Ideologie brauchen, um ihren elitären Anspruch zu rechtfertigen. Ist in manchen Adelsgeschlechtern sicher früher einmal so gewesen, dass sie dann, weiß ich, bis Karl den Großen und was weiß ich, wo zu wem, dann versuchten, ihn in den elitären Anspruch zu begründen in ihrer Geschichte. Das soll, es geht also hier im Wesentlichen in Zukunft, also wenn wir das Konstrukt untersuchen, dann das Geschichtskonstrukt untersuchen, um das Geschichtskonstrukt von ideologischen Eliten. Das ist die Geschichte Israels. Die Geschichte Israels, die wird dargestellt in der sogenannten priesterschriftlichen Quelle, beginnend von der Erschaffung der Welt,
bis hin zu den Visionen von Balaam, der dann gerufen wurde von den Fremden über das Volk, das in der Wüste Sinai umherzog, einen Fluch auszusprechen und dann nicht das Volk verfluchte, sondern segnete. Ich sehe ihn doch nicht jetzt, ich schaue ihn doch nicht nah, ein Stern geht auf über Israel. Also bis hin zu dieser messianischen Weissagung ist alles priesterschriftlich. Früher habe ich mal gelernt, dass der Jahwist, so etwa um 1050 lebend, vor Christus lebend, die ganzen mit Jahwe dargestellten Passagen verfasst habe. Das stimmt nicht. Die Priesterschrift sind sicher verschiedene Quellen eingegangen. Und das Wichtigste in dieser Priesterschrift sind zwei Methoden. Einmal oder drei Dinge. Erstens mal soll gerechtfertigt werden der Monotheismus. Und dieses ist zu einer geradezu in einer genialen Darstellung geschehen, nämlich also Mythen und Geschichten sind das Instrument, mit dem der Priesterschrift überhaupt jede ideologische Elite ihre Geschichte zu rechtfertigen versucht. Also, Entstehung und Methode. Die babylonische Gefangenschaft war die fruchtbarste, die Jahreszahlen finden Sie angegeben, war die fruchtbarste Zeit für die Theologie überhaupt. Man kann sich fragen, ob das die Gefangenschaft, also das Exil, aus einem sozialen System, nicht die Befreiung vom sozialen System, dermaßen sichert, dass man darin neue Kreativität entwickeln kann. Und das Wesentliche, was damals geschah in Babylon, die Priester haben eine bis zum heutigen Tag nicht überholte mythologische Rechtfertigung der Menschwerdung und der Erbsünde dargestellt. Die ist bis zum heutigen Tag nicht überboten. Über die Menschwerdung dachten sie nach und haben gesagt, haben das Wort El, das ist der Name des semitischen Gottes, Schöpfergottes, haben sie in den Plural gesetzt und haben daraus Elohim gemacht. Und Elohim sprach, lasst uns den Menschen machen nach unserem Bild und Gleichnis und als Mann und Frau erschuf er ihn. Ihn, den Menschen als Mann und Frau, nach unserem Bild und Gleichnis. Dieses androgyne Gottesbild ist weitgehend heute verloren gegangen. Insofern sind wir weit hinter die Erkenntnis von Babylon zurückgefallen. Lasset uns den Menschen machen, als Mann und Frau erschuf er ihn. Nach unserem Bild und Gleichnis. Und das Zweite ist die Erbsünde. Ganz klar ist gesagt, und die Schlange sprach, wenn ihr von dieser Frucht dieses Baumes essen werdet, dann werdet ihr sein, wie Gott erkennt, was gut und böse und den Menschen, Eva, nach der Heiligen Schrift der Christen und der Juden, nach dem Koran, nach der Heiligen Schrift des Islam, beide zusammen, erkannten das ausgesprochen attraktiv war zu sein, wie Gott erkennt, was gut und böse und sie aßen dann davon. Und damit ist die unüberholte, klare Definition des grundsätzlichen Übels unter Menschen gegeben, nämlich ihr werdet sein, wie Gott erkennt, was gut und böse. Denn im Namen des Guten und Bösen sind die grässlichsten, abscheulichsten Untaten begangen worden. Weil Menschen sich einbilden, sie seien, wie Gott erkennt, wie gut und böse. In der Bergpredigt führt das dann zu dem Ausspruch Jesu, diese Beurteilung der Erbsünde durch die Priester in Babylon. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn nach dem Maß, nach dem ihr misst, wird auch dir gemessen werden. Wir haben zwar das Recht, juristisch zu urteilen, was gut und böse, aber ob wir das Recht haben, auch ethisch zu urteilen, das ist eine Frage. Auch moralisch können wir natürlich sagen, das entspricht dem sozial definierten, dem sozialen System definierten
Bestimmungen von sozial verträglichem, sozial unverträglichem Handeln, okay, zugegeben. Aber im ethischen Bereich sehr vorsichtig. Richtet nicht und mit ihr nicht gerichtet werde. Das ist die Fortsetzung dieses Erkennen, Sein, wie Gott erkennt, was gut und böse. Vorsichtig. Auch hier ganz besonders Audiatheit alterer Paars, höre auch die andere Seite. Wie schnell sind wir im Urteilen, was gut und böse heute, was politische, ökonomische, soziale, kulturelle, auch religiöse Strukturen betrifft oder Vorgaben betrifft, Lehrsätze betrifft. Nur der Ausgang, an ihrem Ausgang, an ihrem Ende werdet ihr erkennen, auch an Jesus Wort. Also an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, sagt er. Bitte nicht an der Lehre, nicht an ihren Selbstverständlichkeiten. Die Selbstverständlichkeiten zu schlechten Früchten führen, ist die Selbstverständlichkeit schlecht. Auch das nichts anderes als eine Bestätigung der Milgram-Versuche. Ja, und dann das Ziel sicher der Priesterschaft war die Fortsetzung des von König Joschia und dem König von Juda an begonnenen Versuchs, den Atheismus, der früher von den Hyksos schon im östlichen Nildelta, die Hyksos haben eine Zeit lang eine ganze Dynastie von Königen Ägyptens gestellt. Die Hyksos waren übrigens auch ein semitisch sprechendes Volk, wahrscheinlich Aramäer, die dann unter dem Eindruck einer großen Hungersnot im östlichen Mittelmeer, einer Dürrekatastrophe im östlichen Mittelmeer, nach Ägypten auswichen, für etwa 100 Jahre lang Nordägypten, 50 Jahre ganz Ägypten beherrschten und die Pharaonen also stellten. Und dann, spätestens unter Ramses II., also dem König, unter dem der Bibel nach der Exodus stattfand, der Auszug Ägyptens, dann von Ägyptern verwiesen, des Landes verwiesen wurden. Ist die Frage, ob diese ganze Geschichte der Volkswerdung Israels, also Joschia, der Glaube an den einen Gott, das war die unüberwindliche, jetzt nicht von den Erklärungen der Mensch, was Menschen sind und wer Menschen sind, lass uns den Menschen nach unserem Bild und Gleichnis, Elohim, sondern auch der Ursünde, dann war das der große, unüberholbare Gedanke der gesamten Theologie, vorher und nachher, es gibt nichts Wichtigeres die Erkenntnis des einen Gottes, der dann den Namen, übrigens an den Namen, den hat Israel den Chasu abgelöst, sie hatten ihren Gott Yahu genannt. Also ein Nomadenvolk, das nomadisierte von Saudi-Arabien bis nach an die Grenzen des Euphrat. Der Name stammt, also Jahwe stammt von den Chasu. Und die Sache mit der Immigration, der Völkerwanderung, der Wanderung aus Ägypten ist wahrscheinlich von Hyksos entlehnt. Viele Sachen, die dann in der Heiligen Schrift als Geschichte Israels vorgegeben sind, sind real geschehen, nur nicht im Volk Israel. Und ich will jetzt nicht behaupten, dass die Heilige Schrift oder im Programm des Audiatur Alterer Paares, höre auch den anderen, die andere Seite, wer von den beiden recht hat. Ich stelle nur fest, hier stehen zwei Positionen unverträglich gegeneinander. Und nachzuprüfen ist nur die Sozialverträglichkeit im Sinne der ethischen Sozialverträglichkeit beider Positionen. Ist die kritische Geschichtsschreibung im Recht oder ist die Heilige Schrift in diesem Fall im Recht? Ich weiß es nicht. Ich wage in der Frage kein Urteil. Obwohl diese Heiligen Schriften und die Sache mit dem Exodus und alles, was die Priesterschaft in Babylon gedacht, erdacht und niedergeschrieben hat, zum Teil sich auf ältere Quellen zurückgehend, ist dieses zutreffend oder ist die Kritik
Und in welchem Umfang ist die Kritik an diesen Berichten zulässig und berechtigt? Also das ist jedenfalls der Ein-Gott-Glaube, wo auch immer er herkommen mag, historisch gesehen, ist völlig gleichgültig. Ob von den Chasu oder von den Ägyptern oder von den Hyksos, dass das nachhaltig das Denken in Asien, Europa und Afrika und dann später auch in Amerika bewegt hat, ist unstrittig. Ein großartiger Gedanke. Es gab keinen Gedanken vor und her, theologischen Gedanken vorher oder nachher, diesem großartigen Gedanken vergleichbar sei. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich da bin. Ich bin, der ich da bin, das darüber haben wir schon das letzte Mal und das vorletzte Mal ein bisschen nachgedacht, ist allenfalls in der Lehre von der nicht mal dogmatisierten Lehre von der Allgegenwart Gottes aufgehoben im Christentum. Aber sonst ist sie verloren gegangen. Kant hat nochmal angemahnt, dass Gott ein Begriff der reinen kritischen Vernunft ist, der reinen prüfenden Vernunft ist. Das heißt, sobald ich beginne, ihn mit empirischen Daten zu füttern, wird er falsch. Die kritische Vernunft wird dann, obwohl wir alle, wie Kant auch richtig bemerkt, versucht, von geneigt sind, diese Begriffe der reinen theoretischen Vernunft mit empirischen Daten zu füllen, aber gleichzeitig mit der Neigung dann also auch die Sache ins Gegenteil zu verkehren, aus Gott etwa einen Götzen zu machen. Auch einem anderen Urbegriff etwa dem der Würde, die Verniedrigung zu machen. Und gut, das Exil in Babylon, das war der Monotheismus, wie gesagt, das war das Entscheidende. Da unten habe ich nochmal abgedruckt in hebräischer Schrift, ich bin, der ich da bin. Daraufhin hat dann irgendein Mitbrüder hat da ein schreckliches Traktat geschrieben, Gott hätte sich als der absolut Seiende dargestellt, ich bin, der ich bin. Dabei hätte er nur eine Passage weiterlesen müssen. Wer soll ich dem Israeliten sagen, der mich gesandt hat? Sagt den Israeliten, der ich da bin, hat mich gesandt. Also das ist nicht das absolute Sein, ja? Gott ist da, das ist sowohl die Quelle des Atheismus, entweder glaube ich daran, dass Gott da ist, oder ich glaube nicht daran. Es gibt eine interessante, im frühneuzeitlichen, eine interessante Idee im frühzeitlichen Dominikaner, in der Dominikanermystik, die sagt, wenn ich diesen Begriff, ich bin, der ich da bin, und sonst nichts, mehr lässt sich nicht sagen, dass da der Theismus und der Atheismus ein relatives Recht haben, beide. Dieser Satz ist zwar von der Kirche verurteilt worden, aber ist zumindest mal bedenkenswert, ob das die Erfahrung des Nichtdaseins Gottes den Atheismus legitimiert. Und die Erfahrung des Daseins Gottes nur den allein den Theismus legitimiert. Wenn dem so ist, dann macht der Satz bedenkenswert sein. Wie gesagt, Theismus und Atheismus haben ihr relatives Recht vor dem Anspruch des Ich bin, der ich da bin. Für die physikalisch Gebildeten unter ihnen, es handelt sich dabei um eine Analogie, natürlich eine entfernte Analogie, zu einer Singularität, zu einer physikalischen Singularität. Am Anfang des Kosmos stand eine, Anfang ist absurd zu sprechen, weil es da noch keine Zeit und keinen Raum und keine Energie und keine Masse gab, eine sogenannte Singularität, die auf irgendeine Störung der sogenannten Vakuumenergie, die Energie, die schon vorhanden ist, auch im absoluten Vakuum und nichts ist, weder Raum noch Zeit noch Masse noch Materie, explodierte und daraus das All entstand. Also eine gewisse Analogie für physikalisch Interessierte zwischen dem, der ich da bin, und also der physikalischen Singularität und dieser
Aussage des Göttlichen scheint mir vielleicht mal bedenkenswert zu sein. Das explodierende Nichts ergab das All. Ja, und das ist jetzt also unsere Frage. Wir müssen die Geschichte des Exodus, wird wahrscheinlich die Geschichte des Schicksals nicht auch eines anderen aramäischen Volkes, nämlich der Hyksos gewesen sein. Und die ägyptischen Plagen, mit Ausnahme der letzten, die 9 anderen, sind wahrscheinlich tatsächlich historisch so geschehen in Ägypten, aber nicht in der gleichen Reihenfolge, vor allem nicht in einer relativ kurzen Zeit, in der die Heilige Schrift das berichten. Also die waren schon durchaus nicht dumm mit Priester, die wussten sehr genau Bescheid über naturwissenschaftliche Phänomene in Ägypten und haben das mit eingebaut in ihrer Darstellung des Schicksals Israels. Der Bund, die ganze Bundeslade, die bis zum heutigen Tag ja nicht aufgefunden werden konnte, hat nach der reinen profanen Geschichtsschreibung, wenn man von der religiös motivierten Geschichtsschreibung absieht, nie existiert. Der Tempel, die 3 Könige, Saul, David und Salomon, waren nie existent. Wir wissen von Saul gar nichts, außer biblisch. Von David nur, dass die späteren Könige, zum Beispiel auch Joschia, Daviden sich genannt haben. Und dem dritten der Könige, ja, nur, dass die Königin von Saba Jerusalem aufgesucht hat. Also merkwürdigerweise, das ist außerbiblisch gewährleistet. Auch wenn sie da besucht hat, wissen wir nicht, ob Salomon wirklich einen Tempel gebaut hat, ist äußerst fraglich. Also der Tempel, der von Nebukadnezar II. Zerstört worden ist, der ist etwa 100 oder 200 Jahre nach dem angenommenen Datum von Salomon entstanden. Also hier Audiatur et Atropas. Ich wage nicht, mich für die eine oder für die andere Seite zu entscheiden, sondern ich sage, ignoramus et ignorabimus, wir wissen es nicht und werden es nicht wissen. Ich habe das mit dieses sehr drastische uns allen jedoch hoffentlich auch, jedenfalls, dass wir in der jüdisch-christlichen Geschichte stehen, erhebliche Beispiel gewählt, weil es mir für wichtiger zu sein schien als das andere Beispiel, was mir auch nahe liegt, jetzt etwa den Konflikt zwischen Obama und den Russen oder was ich, wenn auch immer, vorzustellen. Das ist auch ein typischer Konflikt zwischen 2 Konstrukten. Hier begegnen wir wiederum den Konflikt zwischen 2 Konstrukten, einem religiös motivierten, einem historisch, nicht geschichtlich, sondern historisch motivierten Konstrukt. Und wo ist der Konflikt? Bitte? Wo ist der Konflikt? Kein Konflikt. Ja, die 10 Gebote und so, die sind nachweislich. Die 10 Gebote sind erst zur Zeit des Joschia, also auch im Wesentlichen der babylonischen Gefangenschaft, so formuliert worden. Und alles das, was dann in der Bundeslade gelegen haben soll, der Zauberstab des Mose, das Manna und die 10 Gebote, die sind alles erst von der Priesterschaft in Babylon, wenn man der religiösen Quelle mehr glaubt als der historischen entstanden. Auch der historischen mehr glaubt als der religiösen entstanden. Nun gut. Das Resümee von dem Ganzen, was wir heute Abend oder Nachmittag gedacht haben, ist die Frage der 2. Aufklärung überhaupt. Erstens, systemische Selbstverständlichkeiten müssen in Frage gestellt werden. Wenn wir das nicht tun, neigen wir dazu, die systemischen Zwänge zu internalisieren und zu Systemagenten zu werden, zu Exekutoren des sozialen Systems, das wir für absolut notwendig und unverzichtbar in unserem Leben betrachten, dass das inkorporieren. Das ist ganz schlimm, wenn wir so weit kommen, dass wir uns als Exekutoren, also als Agenten des sozialen Systems verstehen. Das dürfen wir, sollen wir und nicht sein.
Die Leute, die versagt haben in den Milgram-Experimenten, die haben sich ganz, da sehen Sie, wie leicht man zu einem Agenten des Systems werden kann. Die haben sich zu Agenten dieses trivialen Systems gemacht. Ja, und ich weiß, was ich nicht weiß. Das ist eigentlich die wichtigste Einsicht des Sokrates, der das jedenfalls nach dem Zeugnis des Platon in seinen Abschiedsreden gesagt haben soll. Eudaok Eidos. Also ich weiß, dass ich nicht weiß, heißt das, dass Eidos in Eidos zu lesen, ich weiß, dass ich nichts weiß, ist nackter Unsinn, das steht nämlich nicht da. Aber manche haben das Omikron in der Geschichte als Omega gelesen und haben dann, ich weiß, dass ich nicht weiß, daraus, nichts weiß daraus gemacht. So eine fatale Erkenntnis der Weisheit des Sokrates. Sokrates sagt, ich weiß, dass ich nicht weiß. Ich weiß, dass ich ein Unwissender bin. Und dieses sollte ein demütiges Ergebnis sein, das uns alle vor dem Anspruch kollektiver Konstrukte schützt und behütet. Aber ich weiß, was ich tun soll. Das ist der Primat der Ethik vor der Ontologie. Ich weiß, was personales Leben, das eigenes und fremdes personales Leben eher mehr als mindert, gut ist. Selbst wenn ich nicht weiß, was etwa im Beispiel Israels dargestellte Heiligen Schrift gegen die Historie, was wahr ist. Ich weiß, dass zum Beispiel, dass ich bin da, Gott als der Ich bin da, gut ist, weil es zumindest für mein Leben dazu führt, die Würde des anderen zu achten, in noch so kritischen Situationen, in denen ich mich befinden mag und in denen auch ich mich befinden kann. Ich weiß, was gut ist. Ich glaube, dieser kritische Ansatz, der sollte unser Umgehen mit allen Kollektivkonstrukten begleiten. Es gibt Kollektivkonstrukte, wie gesagt, das von Israel, von der Priesterschrift dargestellten, von unglaublichem Ausmaß. Aber diese Kollektivkonstrukte sind in keiner Weise singulär, nur Israel betreffend. Nicht, was die Geschichte der Deutschen, was die Nazis aus der Geschichte der Deutschen gemacht haben, ist ein ähnliches Konstrukt, durchaus dem verwandt. Oder was der historische Materialismus aus der Geschichte der Menschheit gemacht hat als Konstrukt. Ist durchaus erheblich, aber ist die Frage, ob es biophil ist im Ausgang. Das ist die entscheidende Frage. Sind meine Konstrukte, führen mich dazu, biophil zu denken, zu wollen und zu handeln? Das ist die entscheidende Frage. Dann und nur dann und genau dann ist ein Konstrukt gut. Sonst sollten wir es aus unserem Bewusstsein, soweit es überhaupt noch möglich ist, eliminieren und nicht als handlungsrelevant akzeptieren. Dankeschön.